Mitten in der Stadt gelegen, für viele unsichtbar, aber von zentraler Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Heilbronn. Schon von jeher siedelten Menschen an wichtigen Handelsrouten. Flüsse waren lange Zeit der einzige Transportweg für Güter. So verwundert es nicht, dass fast jede große Stadt auf der Welt an der Küste oder einem anderen Gewässer gegründet wurde. So auch Heilbronn. Die Neckarschifffahrt verschaffte der Stadt Wohlstand und Wachstum. Und auch heute verbindet der Hafen Heilbronn mit der Welt als einer der 20 größten Binnenhäfen Deutschlands. Mehr als die Hälfte aller auf dem Neckar transportierten Güter werden hier umgeschlagen. Effiziente und sichere Transportwege sind Voraussetzung für Handel und zahlreiche Wirtschaftszweige. Seit 40 Jahren ist er Kapitän. Das Schiff ist sein Zuhause, wo er wohnt und arbeitet. Sie sind zwar im Vergleich zu anderen langsam, aber dafür kann er auf einmal so viel transportieren wie 80 Lkw und spart dabei deutlich CO2 ein. Also ein wirtschaftliches Transportmittel auch für die Zukunft. Nach Heilbronn fährt er gern. Die Stadt verändert sich so schnell und der Wein hier ist besonders gut. Lange müssen der Kapitän und seine Mannschaft nicht warten. Der Kranführer schafft mit seinem Portaldrehkran rund 400 Tonnen in einer Stunde. Man braucht natürlich Erfahrung und ein eingespieltes Team. Aber das sind sie auf 80 Hektar Betriebsfläche. Mit 24 Krananlagen schaffen sie einen Umschlag von mehr als 2,2 Millionen Tonnen pro Jahr. Und das rund um die Uhr, jeden Tag. Vom Schiff geht es meist auf den Gleisen weiter. Innerhalb von Heilbronn sorgt die 23 Kilometer lange Hafenbahninfrastruktur dafür, dass jährlich rund 1,4 Millionen Tonnen Rohstoffe und Güter bewegt werden. Damit entlasten sie wirksam die Straßen und schonen die Umwelt. Im Welthandel spielt der Container die dominierende Rolle. Seit 2012 wird der Hafen durch ein trimodales Containerterminal verstärkt. Trimodal, da ist das Wasserstraßennetzwerk optimal mit Schiene und Straße vernetzt. Wenige Minuten entfernt vom zentralen Autobahnkreuz mit der A6 und A81. Auch der Schwergut-Kai im Osthafen ist optimal erschlossen. Dort können Stückgüter von bis zu 400 Tonnen Einzelgewicht umgeschlagen werden. Eine Spitzenleistung in Baden-Württemberg. Der Hafen Heilbronn ist das trimodale Logistikrückgrat der Region. Durch die dort ansässigen Unternehmen werden eine Vielzahl an Dienstleistungen erbracht, die nachhaltige Warenströme weltweit erst ermöglichen. Über den Neckar in die weite Welt.